Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 4, dem Remake. Ja, im letzten Part haben wir ja gesehen, dass ja, die gute Ashley Graham ja jetzt in dem Ritual dabei ist von dem guten Ramon Salazar. Und ja, jetzt sind wir hier unten angekommen, haben ein bisschen auch abgegradet, zum Beispiel Munitionsmehrheit. Also wir haben jetzt mehr Munition zur Verfügung bei unseren Waffen. Und ja, hier waren wir ja schon. Und ich würde sagen, wir gehen diesen Gang hier weiter, der uns ja ein bisschen bekannt vorkommt. Gerade auch für die, die ja den Originalteil gespielt haben. So viel möchte ich schon mal sagen. Ja, Flüssigstickstoff duschen. Antragsteller, den Namen spreche ich lieber nicht aus. Tag der Einbauarbeiten, 2. November 2002. Der Einbau der letzten Monat beantragt Flüssigstickstoff. Duschen für Notfälle ist abgeschlossen. Warnung, Flüssigstickstoff ist extrem gefährlich. Fahrlässiger Gebrauch kann Blindheiterfrierung und sogar den Tod zur Folge haben. Vorsicht bei der Handhabung. Ja? Ja. Ich glaube, ihr könnt euch schon denken, gegen wen wir gleich ran müssen. Warte, ich muss mal nur kurz was gucken. Ah, okay, das ist gut. Hab nur mal kurz wegen der Einstellung mal geguckt, ob da irgendwas passt. So. Oh Gott. Ja, da wie gewohnt immer könnt ihr Pause drücken und dann euch das nochmal vorlesen. Euch selber. Und ja. Oh Gott. Oh, ich merke gerade, ich habe keine Uhr. Also ich weiß jetzt nicht, wie lange dann die Folge gehen wird. Auch perfekt und super. Schön, das zu wissen. So, Stromversorgung außerhalb der Bereich, um Energie zu sparen, wurde die Stromversorgung eines Teils der Einrichtung einschließlich des. Ah, okay. Ja, da könnt ihr das noch mal in Ruhe durchlesen. Ja, da haben wir noch mal kurz die Karte. Die wird uns tatsächlich ein bisschen helfen. Da Schutzschalter und das ist der Aufzug. Ja. Aber wie gesagt, die Karte, die wird uns tatsächlich sogar ein bisschen helfen in dem Sinne. Nicht nur in dem Sinne, sondern jetzt in dem Bereich wird sie uns jetzt ein bisschen helfen. Ich habe jetzt sogar ein bisschen selten, außer wir haben Schätze gesucht, habe ich allgemein wenig geguckt. Ja, ich wollte es nicht spoilern, aber ich glaube, ihr könnt euch jetzt denken, gegen wen wir gleich ran müssen. Spoiler, ich habe Respekt. Oh Gott. Oh Gott. Ja, ihr werdet sehr oft herausfinden. Ich werde, glaube ich, ein bisschen in Panik verfallen. Aber im positiven Sinne. Nicht, weil ich irgendwie Schiss habe, sondern weil ich halt wirklich Respekt habe und weil das hier sehr gut gemacht ist im Remake. Also so viel kann ich schon mal sagen. Ihr kennt ja den Fight im Originalen. Soweit kann ich ja jetzt sagen, das ist ja der Kampf gleich gegen die rechte Hand von Salazar. Dann müssen wir hier diesen Schalter betätigen. Ihr kennt ihn ja im Original. Da hatte ich wenig Respekt vor. Weil der ja eigentlich per se einfach ist. Oh Gott. Entschuldigung. RIP an alle Headphone-User. Oh Gott. Wie gesagt, im Original fand ich den halt nicht. Fand ich den noch halt sehr, sehr einfach. Oh Gott, aber gut. Wir dürfen nur halt nicht kirre werden. Ja, hier, da an der Ecke bringt nichts mehr.
das funzt nicht mehr so. So an der Ecke hinstellen. Und dann ihn zu vereisen. Das bringt nichts mehr in diesem Remake. Überhaupt nicht! Ja. Das Einzige, was er tatsächlich bringt, ist das. So gefällt's mir schon besser. Das bringt halt wirklich was. Das ist das Einzige mit Eis, womit wir hier arbeiten können. Tatsächlich. Und mit dem wir ja auch wirklich arbeiten müssen. Also das ist klar, wir müssen Schalter betätigen. Und dann kommt das Eis runter. Ja, Fahrstuhl ist jetzt da. Das heißt, wir müssen. Was willst du tun? Ja. Oh Gott! Hilfe! Oh Gott! Einfach vorsichtshalber anmachen. Okay, das bringt nichts. Ah! Oh Gott! Also wirklich, Entschuldigung an alle Headphone-User, ne? Es tut mir leid! Lass mich durch! Ich bin Arzt! Ich bin Arzt! Au! Ja, gefrier! Gefrier! Oh. Hi! Aua! Wir brauchen Heilung. Wir brauchen Heilung. Ja, Leon, das bringt aber nichts. Oh Gott, Hilfe! Oh! Oh, ihr seht es. Ihr seht es. Ich habe wirklich Respekt vor ihm. Dadurch, 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 dadurch. Hilfe, 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 Hilfe. Oh Gott, I didn't see that coming. Ich hab das überhaupt nicht kommen sehen. Geh bloß weg, aua. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Also wie gesagt, wenn das wirklich zu krass laut ist, tut es mir halt echt leid. Aber ich habe halt. Also ich habe halt wortwörtlich Respekt vor diesem Bosskampf. Okay, hier wäre noch ein Schatz. Den möchte ich holen. Ja, hier geht's natürlich nicht. Hier dadurch. Das ist super. Hilfe. Wir kriegen das schon hin. Jungs und Mädels. Okay, vergessen. Das Gute ist, wir haben noch ein Kraut. Braucht Nachschub. Na komm, wir vergessen. Wir vergessen, sag ich jetzt mal. Hilfe! Oh Gott! Okay, wir müssen. Okay, Blendgranate haben wir noch. Oh Gott, die werde ich so. Danke. Aua. Aua. Das dauert noch ein bisschen. Oh Mann. Oh Mann. Hilfe.
Ich weiß, es ist, es bringt. Ah, Hilfe! Fahrstuhl. Oh Gott, Hilfe. Ja, das ist das. Ja, Hilfe. Ja, wir müssen, also es bringt. Okay. Ah, der ist da. Der ist da, der ist da. Der ist da, der ist da. Ja, ich hab's verstanden. Ja, Hilfe. Hier, nimm mein Messer. Nimm mein Messer, ich gehe. Nenn es feige. Aber ich bin ganz ehrlich. Ich hab genug von diesem Spiel. Erbarmenswerte Schaf. Dein Leiden kann enden. So wie für unsere jüngste Tochter. Die nun eine der unseren ist, die aus unserem Fleisch ist, unserem Blut. Mein treuer Jünger wird ihr den Weg weisen. Jetzt geh, bring den umherirrenden Kindern die Erlösung, die ihr wünscht. Ich mach dir einen guten Preis. Ja, und somit haben wir tatsächlich Kapitel beendet. Ich guck mal kurz. Also ich sehe gerade, wir haben halt tatsächlich noch Zeit. Und ich entschuldige mich jetzt schon mal, wenn das wirklich ein bisschen zu laut war. Aber ihr habt es gesehen, dieser, also der macht mich wirklich kirre, dieser Bosskampf. Aber im positiven Sinne, ich finde den halt wirklich sehr, sehr gut gemacht. Aber naja, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Und gucken, was... Geht's dir besser? Ja, scheint zu wirken. Tja, leider wird die Wirkung schnell nachlassen. Das Mittel hat dir höchstens ein bisschen Zeit verschafft. Kann es weitergehen? Ich schaff das schon. Ashley ist wichtiger. In dem Fall wissen wir, was zu tun ist. Dann komm, Sancho Panza! Retten wir Prinzessin Dulcinea! Du tust dir bloß weh. Hey, das war meine Lanze. Okay, ist gut, ich komm ja. Warum hilfst du mir? Was ist da für dich drin? Kein Grund, misstrauisch zu sein. Ich will einfach bloß helfen. Ja, ich wollte gerade sagen, also ich glaube, Louis will doch einfach nur nett sein. In dem Sinne, was er gerne macht. Ja, also wie gesagt, der... Hab neue Ware, Fremder. Halt dich schon mal willkommen. Ich okay. Hab was Neues für dich, Partner. Da gucken wir mal. Doch, die ist gut. Dir, du wirst diese Scharfschützengewehr ist sehr, sehr gut tatsächlich. Ja, wir könnten jetzt halt ein paar Sachen tun. Das Einzige, was ich hier mache, ist das. Nochmal, aber den Rest können wir noch nicht verkaufen. Möchte ich auch nicht. Generell bleiben wir jetzt erstmal und gehen jetzt erstmal einen Stock weiter. Ja, wie gesagt, also ich kann halt wirklich nur sagen, tut mir leid, wenn es halt wirklich zu laut war. Aber, wie gesagt, er macht mich... Vielleicht jemandem zu vertrauen, der mal für Umbrella gearbeitet hat. Du ja. Weißt es also. Umbrella ist erledigt. Du brauchst dir keine Sorgen mehr zu machen. Du hast meine Frage nicht beantwortet. Worauf bist du aus? Ja, ich weiß, Entschuldigung, das ist während des Gespräches gerade, aber das möchte ich kombinieren. Ich will mich wohl in meiner Haut fühlen.
es wieder gut machen. Sowas in der Art. Ist ein legitimer Punkt, tatsächlich, bei Louis. Weil, wie gesagt, er hat ja, wie wir ja auch schon wissen, für Umbrella gearbeitet. Und ja. Das heißt, ne, da, natürlich verstehe ich aber auch Leon, der da misstrauisch ist, weil, wie gesagt, wir haben da ja auch schon den zweiten Teil, den zweiten Remake gespielt. Wurde im Lagerraum M4 verlagert. Ja, da hieß es, Einstütze sind an der Tagesordnung, haltet ausreichend Abstand. Ja, also eigentlich ist es jetzt das, was wir auch im Original gemacht haben, bloß wir machen das jetzt mit Louis. Wir haben hier diese Löcher und da kommen die, oder da kommt eins der TNT-Sprengstöpfe, kommen da rein und dann macht's kaboom. Also eigentlich, wie gesagt, machen wir genau das, was wir ja, im Remake gemacht, im Originalen tatsächlich gemacht haben. Und ja. Was machen wir? Ja, was wir machen? Louis, wir versuchen die zu bekämpfen. So, indem wir da nach unten gehen. Ja, und das nenne ich mal ein wildes Begrüßungskomitee. So. Hi Jungs und Mädels, was geht mit euch? Ich wollte gerade sagen. Und das war eigentlich nicht gut gemacht, aber irgendwie auch schon. Aua. Ja, mach ich schon. Aua. Aua. Hilfe. Ah, die Stelle ist einigermaßen in Ordnung. Kann man gut handeln. So. Man muss natürlich so lange. So, komm. Aua. Natürlich müssen wir auch drauf auf natürlich drauf achten auf die Leute mit Dynamit, ja, die können sehr unberechenbar sein. Hilfe, Hilfe. Es wird auf jeden Fall ein wilder Ritt. Sagen wir es mal so. Gerade sagen, hier, Messer. Der kommt mit Schaufel um die Ecke. Das nimmt kein Ende. So. Oh Gott. Danke, Leon. Danke, Luis. Das meinte ich. Ja, wir haben ja noch ein Kraut. Ja, nehmen wir mal das. Oh Gott. Echt jetzt? Noch wer? Ich wollte gerade. Aua. Ich wollte gerade sagen, echt ey. Ich bin doch voll bei Leon. So. Zack. Headshot. Ah, hi. Oh Gott. Schwester. So, wieder die Bella Sister. Okay. Das habe ich überhaupt nicht kommen sehen. So, jetzt aber. Zack. Zack. So. Nochmal. Na komm, nehmen wir nochmal das mal. Yep. Das war nicht leicht. Nee, war es auch nicht. Und ich weiß, dass es noch nicht leichter wird. Aber das Geld nehmen wir mal trotzdem ein. Ja, und ihr habt gesehen, diese Waffe könnt ihr tatsächlich auch nur
in der Ego-Sicht sehe. Also nur in dieser Sicht. Anders geht es nicht. Fände ich tatsächlich ein bisschen bescheuert, aber wenn wir mal Überlegungen sind, für was man plant oder was die Leute immer, also was Capcom ja immer gemacht hat, die haben ja immer wieder was ausprobiert. Geht nicht auf. Was ja in zukünftigen Remakes, ich sag's mal, eingesetzt wurde. Dann macht das halt schon sehr Sinn. So, dann haben wir nochmal eine schwere Granate. Nehme ich auch an. Aktivieren wir mal die Brücke. Tatsächlich. Jo, und da haben wir gleich eine ganze Menge. So. Oh Gott. Aber was ich halt cool finde, Leon ist halt wirklich, oder Luis ist halt tatsächlich eine Hilfe. Also wohl, also wirklich, er ist eine Hilfe, nicht so wie im Original. Dass er da, ich sag's mal, nur so blöd rumsteht und gefühlt gar nichts macht. Zack. So. Jo, ich dachte. Ja, nehmen wir mal das Dynamit mit. Erste Hilfe, in dem Moment kann man ihn nicht sehen. Danke. Oh Gott. Danke. So. Dynamit, hm? Nicht schlecht, mein Freund. Ja, macht kurzen Prozess mit der Sackgasse. Ich wollte gerade sagen. Und ich finde, das können wir noch tatsächlich machen. Das Dynamit anbringen. Tatsächlich. Das können wir noch an der Stelle noch schnell machen. Da ist sie's. Ja, natürlich ganz schnell wegbleiben. Hilfe, Hilfe. Ach. Vorwarnung gibt's doch gar nicht, Luis. Ganz ehrlich. Er ist erstaunlich gut. Sicher, dass du bloß ein Forscher bist? Ich bin nur ein normaler Typ, der zufällig gut bei Frauen ankommt. Hm. Okay, danke für die Info. Aber gut, das ist Luis. Da wissen wir es ja schon lange, dass der ja gut bei Frauen ankommt oder sehr selbst von sich überzeugt ist. Ah. Ihnen, werter Herr. Ein wahrer Gentleman. Du schuldest mir was. Luis, über dir! Wir sind quitt. Läuft das bei dir immer so? Normale Fälle, ja, Leon. Luis. Das läuft normal. Aber an der Stelle, meine lieben Freunde, würde ich sagen, war es das erstmal. Und diese beiden Riesen werden wir in der nächsten Folge behandeln. Von Let's Play Resident Evil 4, dem Remake. Ich hoffe, ihr hattet wieder sehr viel Spaß beim Zugucken. Wenn es dem so ist, dann könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen. Auch einen Kommentar hinterlassen.
Und falls ihr neu auf diesem Kanal seid, könnt ihr auch ein Like und ein Abo dalassen und nicht dann vergessen, die Glocke zu aktivieren, damit ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Hier kommt jeden Tag immer um 17 Uhr ein neues Video, außer Freitag, da ist frei. Aber ansonsten kommen hier immer ein Video und nächste Woche werden wir uns dann mit diesen beiden Herren auf jeden Fall beschäftigen. Und ich sag's mal so, es wird ein sehr, sehr interessanter Bosskampf. Dann sag ich mal Tschüss und bis nächste Woche. Ciao.